So, Freunde, New Meta. Ein Auge ist zu, das andere offen. Aber JP wurde Platz 1, ein Tag nach Release des Banners. Zusammen am Morgen nach dem Aufstehen. Amau. Oh. GG. Ah, okay. Ach so. Okay. Oh. Oh, Mau. Ha. Weiche Ironie. Ich habe nämlich gerade sein Extreme-Battle gemacht. Ha. Das freut mich ja sowas von du. Ja. Was geht ab, man aus Z-Fighter, Oseria? Und heute mit der leicht reizenden Stimme gibt es das Showcase und Awaken zum neuen Vegeta. BD. Ja, ja, schön wär's. Heute gibt's weitere Summons, Freunde, für den neuen Vegeta. Ich weiß legit nicht, was mit meiner Stimme ist. Sorry dafür. Ich hoffe, es geht. Dennoch klar, auf jeden Fall. Wir machen erstmal ein Multisum, Freunde. Legen mal direkt los. Und zwar, ich weiß, ich bin nicht krank, aber meine Nase ist verstopft. Bin leicht angekratzt, glaube ich. Ich schieb's auf die Allergie. Kennt ihr das? Habt ihr das? Wenn ja, mein Beileid, Pollenallergie. Und ich wünsche euch im D-Fall, sagt mal eine gute Besserung. Egal, Freunde. Erste Multisum hier an der Stelle. Wir werden wahrscheinlich, das wird eine Ansammlung von Summons sein, sag ich mal, von Multis. Rainbow Instant Sub sehen. Wir hatten Vegeta dabei. Jawohl! Ein Dokkan-Extreme-Charakter haben wir, Freunde. Welcher wird es sein? Wird es unser Boy mit der Stirn sein? Oder wie wird das Ganze aussehen? Wie gesagt, Freunde, falls ihr noch summit, wünsche ich euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Ich weiß nämlich nicht, wann ihr das Ganze sehen werdet. Wenn ihr schon gesummt habt, lasst mir auf jeden Fall wissen, ob ihr was Geiles gezogen habt oder leider nicht. Naja, ein Dokkan-Ex zu den Charakter haben wir. 6 Stück sind in diesem Banner. Welcher von den 6 wird es sein? Es sind an sich 7 SR, die featured sind. Und von denen sind eben 6 an Dokkan-Exklusiv. Ich will es nicht sagen. Aber Vegeta Blue Int und ich hatte gerade Super Saiyan 3 Vegeta im Kopf. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt gleich sehen werden. Ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber Super Saiyan 3 Vegeta hat es irgendwie im Kopf, um ehrlich zu sein. Wird es einer der letzten sein, oder wie sieht das Ganze jetzt aus? Full Power Goku, was? Ey, Freunde, das ist doch unglaublich. Was? Kennt ihr das, wenn man Charaktere... Also ich habe jetzt Full Power Goku damals natürlich auch gezogen im Banner, aber... Kennt ihr das, wenn Charaktere nicht in ihren Hauptbahnen einfach links und rechts kommen? Den haben wir jetzt schon... Also auf Global so gezogen, auf JP auch. Den habe ich jetzt in diesem neuesten Banner, sage ich mal, zum zweiten Mal gezogen. Ne, dritte Mal. Dreimal gezogen habe ich den. Krass. Ey, unglaublich, unglaublich. Ja gut, Full Power Goku war es. Ey, guter Charakter auf jeden Fall. Nehme ich sowas von an. Und dann haben wir aber noch hier ein Multi an der Stelle. Oh. Okay. Ich schaue mir meine Vegeta-Figur neben mir an. Mein Boy Vegeta. Hast du Bock? Ich hätte nichts dagegen. Ich hätte nichts dagegen. Oh, ich dachte gerade, keine Ahnung warum. Normalerweise könnt ihr das gut unterscheiden. Aber der ist auch so eingeschränkt kurz gespiegelt. Der hat mich kurz an Krillin. Der hat mich kurz an den neuen Vegeta erinnert. Ey, ich dachte gerade, ohne Spaß. Jetzt bin ich schon wieder der. Ich weiß gerade eigentlich, warum ich denke, dass es der neue ist. Ja, okay, bei dem ist es natürlich Logo. Aber... Ah, es sind so viele Vegeta am Start. Ist ja nur logisch. Was? Nein, das ist nicht... Das... Nein, gib mir keine Combo. Das muss ein Feature sein, komm schon. Oh mein Gott, ich hatte ihn tatsächlich im Kopf gehabt und er ist dann wirklich... Dieser Super Saiyan 3 Vegeta ist dann wirklich noch gekommen einfach. Deal or no deal? Ich sage dazu Deal, Freunde. Wir haben noch hier einen Summon. Danach fehlen noch 9 Stones. Die farm ich mir. Ich habe nämlich auch die neuen Missionen open. Gehe aber dann kurz was essen. Ihr merkt das Ganze nicht. Dann gibt es einen Schnitt. Und dann haben wir noch 2 Multis hier an der Stelle, die wir noch raushauen können. Es lief gut, es lief gut. Deswegen wollte ich es auf jeden Fall mitnehmen. Wir hatten jetzt Gohan und Tenshinhan hier an der Stelle, richtig? Super Saiyan 3.
Okay. Gucken wir mal. Bis jetzt sieht es wirklich sehr gut. Zweimal Dokkanex und Charakter haben wir gezogen. Immer, ey, vielleicht, keine Ahnung. Weil es gut lief, wollte ich eigentlich nochmal rein, aber dann denkt man sich so, warte mal, es lief doch gut, vielleicht machst du auch mal Stopp, weil das sieht jetzt wirklich aus wie ein GSSR. Und so fühlt es sich auch legit gerade. Ich dachte, es wäre ein Bait. Ich habe nicht drauf getippt und dann hat es ein bisschen gedauert, bis sich irgendwas getan hat. Bait, bitte, ja, wo ist es? Oh, noch im GSSR. Oh mein Gott, der ist so useless für mich. Der ist nämlich schon auf 100%. Ja, das sind die First World Problems. A few moments later. Alles klar, Freunde. Und so wären wir fertig mit dem Essen. Frühstück am Morgen. Vegeta. Oh, Vater und Sohn. Endlich. Jetzt kommt der. Endlich. Ach, das war die Formel für Vegeta. Vater und Sohn. Ja, Logo. Das ist doch der Vegeta, der neidisch wurde auf seinen eigenen Sohn, als er auf der Zukunft, als er aus der Zukunft kam. Und dann kam ein Krimik zurück mit der Stirn, mit der Visage. Ich wurde auch zum Super Saiyajin. Was hat er gesagt auf Planeten? Ich war so sauer auf mich, dass es mir gelang, in den Super Saiyan zu verwandeln. Ja, das ist okay. Das war schon witzig, aber also zum allerersten Mal wurde, als ich es gesehen habe, gegen C19, das war richtig badass, aber als es gezählt hat, so dachte ich mir, okay. Ja, Vater, Sohn, jetzt sind endlich. Warte, wir haben einen Dokkan exklusiv noch. Oh, verdammt nochmal, verdammt. Nein. Was? Ey, dieser Junge. Oh mein Gott, was ist hier los? Was ist hier los? Das habe ich vorhin gemeint. Kennt ihr seine Charaktere in ihren Hauptbannern, beziehungsweise nicht in ihren Hauptbannern, links und rechts zieht dieser Full Power Goku, angefangen mit kein Dupes. Jetzt hat er 3 Dupes einfach auf Globe. Und auf GMM auch noch eingezogen. Geil. Also wirklich, auch wenn wir im Endeffekt physisch Vegeta nicht gezogen haben. Leco mio, was war das für ein Multisum und was war das? Das waren an sich geile Multis auf jeden Fall. Also Freunde, beenden wir das Ganze dann hier noch an der Stelle mit einem Multisum auf der japanischen Version. Ist this the dream of one last Multi? Oder ist es the one last Shaft? Ich könnte mich gerne wissen lassen. Oh nein. Oh. Aber ich weiß nicht, guck mal. Oh, Baseform, okay. Wenn wir einen Double Stream Track bekommen, hatte ich lange nicht mehr. Dann wäre es ein Dokkan Exklusiver. Lass mir. Oh Mann. Das fühlt sich wie ein trockener GSSR an. Es sei denn, Chaozu ist auch eine Hidden Animation, die wir noch nicht kennen. Oh nein, oh nein, oh nein. Er ist auch trockener GSSR. Was? Oh mein Gott, warum? I don't wanna know. Oh, okay, doch nicht. Oder war das schon? War es natürlich! Ich hab schon so schnell durchgeklickt. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be alright. Was geht ab, mein Ozzy Fighter? Und sagen wir hier. Heute sind wir unterwegs, Leute. Rode Rola! Ein Summon unterwegs. Oh man. HDF, Nobu. Keiner weiß. Da hat Satan gefehlt. Hudu. HDF, Super Saiyan 1. Bitte. Oh mein Gott, was ist da los? Jawohl! Rode Ruler! Jungs, ey, ganz ehrlich. Ich habe leider Ski nicht am Start. Shoutout an Anski. Aber ich bin halt legit gerade wieder unterwegs. Alleine. Deswegen hätte ich keinen Kameramann. Aber was soll ich sagen? Da kommt er halt wirklich einfach mal wieder unterwegs. Einfach Rode Ruler Style. Mit dem Bait. Genau das. Halt's Maul.
Der ist auf 100%, Mann, was ist das? Oh, also jetzt auf 100% mit dem Dupe. Davor, als ich in das Banner reingegangen bin, hatte ich ihn keine Dupes. Und jetzt, ich habe ihn viermal gezogen in diesem Banner. Ey, bitte? Aber Roderola! Genau das wollen wir sehen, Freunde.